Katzen vertreiben die Stille im Leben von Ingrid Zacher. Lassi. Tag ein, Tag aus kümmert sich die 82-Jährige um ihr Wohlergehen. Was bedeuten die Ihnen hier, Ihre Vierbeiner? Ja, alles. Das ist meine Familie gewesen. Bis jetzt. Bis vor einem Jahr. Vor einem Jahr, 6000 Kilometer entfernt in Toronto, Kanada, wird Randall McFadden von einem Brief überrascht, auf den er nicht mehr zu hoffen wagte. Nach 56 Jahren erhält er Nachricht von seiner leiblichen Mutter Ingrid Zacher aus Deutschland und schreibt zurück. Und damit hat sich das. Ingrid Zacher lebt alleine in ihrem Haus in Dannenberg. Ungeduldig plante sie die lange Reise nach Kanada. Seit Monaten beherrscht sie nur ein Gefühl, Sohn Randall endlich zu sehen. Die Sehnsucht danach ist total. Die ist sehr sogar. Und deswegen muss ich rüber. Auch seinetwegen. Denn ich weiß und ich glaube, im Innersten möchte er das auch. Ach, Kanada. So viel hatte sie damals dort zurückgelassen. Bin nach Kanada 53 im Herbst, mit 22. Deutschland, die Zeit war nicht so sehr lustig. Ja, was war hier? Der Krieg war zu Ende, es war alles im Aufbau. Dannenberg war klein. Der Ruf der Ferne, das reizt dann doch. Sie hatte Freundinnen und eine unbeschwerte Zeit. Sie verliebt sich in einen Franco-Kanadier, von dem sie heute nur noch den Vornamen erinnert. Jacques verschwindet, als sie von ihm schwanger wird. Ingrid Zacher, die damals Schmidt heißt, entscheidet sich 1956, ihr Baby zur Adoption in Kanada freizugeben. Denkt man dann einen Moment, ich bin eine Rabenmutter? Ist nein, da durch den Kopf nein. Gegangen? Wenn man als junger Mensch alleine dasteht, man hat keinen festen Wohnsitz. Geld reichte hinten und vorne ja auch nicht. Nach Hause zurück konnte ich nicht. Wir waren hier sehr beengt. Das stand für mich fest, mein Kind soll dahin, die wirklich Kinder möchten. Keine Kinder kriegen können, aber die sich sehr eins wünschen. Dann wäre alles. Nur ein paar Monate später muss Ingrid Zacher nach Deutschland zurück. Ihre kranken Eltern brauchen dringend Unterstützung. So bleibt sie in Dannenberg, heiratet spät und kümmert sich um die Familie. Alle sind inzwischen gestorben. Es war nicht mein Leben, was ich gelebt habe. Ich war immer nur für andere da. Helene Brune ist bis heute auf der Suche. Wieso wollte mich keiner und warum? Als Kind wurde Helene adoptiert, sowie Freundin Christa Meyer. Beide gründeten den Verein Schattenkinder in Bremen. Sie helfen anderen bei der Suche nach den leiblichen Eltern. Manchmal, sagt Helene, da tut es einfach gut zu wissen, dass man nicht alleine ist mit all seinen Zweifeln. Ich finde schon, dass es ein Leben lang begleitet, dieses, warum bin ich nicht so wie alle anderen Kinder, die man so in seinem Umfeld kennt? Warum bin ich nicht gewollt worden? Das nagt an einen. Solange man das nicht weiß, mit großem Respekt auch beantwortet bekommt. Solange ist man dahinterher, diese Frage beantwortet zu bekommen. Oft bleiben nur die Fragen. Eine Mauer des Schweigens, Abwehr. Die einfachen Wege sind selten, das musste auch Helene Brune erfahren. Mit diesem flackernden Gefühl, nicht gewollt gewesen zu sein, lebt Helene unauffällig, bis es in ihr durchbricht. Der Drang ist allerdings, muss ich sagen, doch manchmal immer wieder da zu fliehen. Dass man sich wieder einkapseln möchte, nicht gesehen werden möchte. Weggehen in die Einsamkeit und das mit sich selber ausmachen. Dieses Problem letzten Endes, diese Verletztheit, die man in seinem Leben mitträgt. Dieses eben Abgegebensein. Helene Brune kommt 1966 zur Welt.
Ihre Frühgeburt hat Folgen, eine spastische Lähmung bleibt. Ihre Mutter verlässt das Baby noch im Krankenhaus. Helene kommt in das Theresienheim nach Bremen, das damals von katholischen Nonnen geleitet wird. Also ich hatte das Glück, hier im Kinderheim eine feste Beziehung zu haben zu einer katholischen Schwester. Ich hatte sozusagen ein bisschen ein Sonderrecht durch meine Behinderung. Die Schwester hat sich sehr für mich interessiert und sie war im Grunde genommen, würde ich heute sagen, ein Mutterersatz. Ingrid Zacher hat kaum geschlafen. Heute wird sie nach Kanada fliegen. Ihre beste Freundin Heidi und der Frankfurter Verein Familie International halfen ihr, den Sohn zu finden. Sie wollte unbedingt erfahren, wie es ihm ergangen war. Aber wie würde er reagieren? Brief und Foto kamen prompt. Ein Lebenszeichen nach 56 Jahren. Heidi gab mir das Foto. Ich nahm es in die Hand, aber mit zu den Augen. Du guckst doch schon an. Ich sag, Heidi. Ja, nun mach die Augen auf und guck dir an, wie er aussieht. Und ehe ich dann anfing, die Hand wegzunehmen und auf das Bild zu gucken. Ui, der hat ja einen Bart. Sein Name Randall McFadden, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Viele Briefe und ein erstes Telefonat folgen. Ich weiß nur, dass ich seine Stimme hörte und dass das sowas außergewöhnlich, sowas Fantastisches war, dass ich wirklich kriegte das große Zittern. Ja, für den Sohn war ich Geburtshelfer. Ja. Zusammen gefunden und Familienzusammenführung, ne? Ja. Gesucht und gefunden. Ja. Ja. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen, ne? Die 82-Jährige macht sich alleine auf die lange Reise nach Toronto. Wird alles gut gehen? Wird er warten? Wie wird seine Familie reagieren? Ihre Gedanken fahren Achterbahn. Am Ende ist sie nur noch müde. Nach 20 Stunden Aufregung fallen mir jetzt bald die Augen zu. Stunden später am Flughafen Toronto, Herzklopfen. Und dann ist er da, dieser Moment. Guten Ingrid Zacher am Ort ihrer Sehnsucht. Einfach sprachlos. Es ist der Beginn einer Entdeckungsreise für Mutter und Sohn zu den eigenen Wurzeln. Das Kinderheim in Bremen steht leer. Aber wenn sie einer Geborgenheit nachspüren kann, dann hier im Theresienhaus, sagt Helene Brune. Für mich war das hier meine Kindheit und ich fühlte mich ja durch die katholische Nonne sehr angenommen. Und wir Kinder haben sehr zusammengehalten. Bis zu ihrem 8. Geburtstag lebte sie hier. Dann wird sie adoptiert von einem Lehrer-Ehepaar mit eigenen Kindern. In der neuen Familie beginnt für Helene eine qualvolle Zeit. Ich habe eine Puppe geschenkt bekommen, die halte ich da im Arm. Aber wenn ich mir so den Gesichtsausdruck angucke, sieht er nicht unbedingt glücklich aus. Von ihrer Adoptivmutter wird sie geschlagen. Helene kommt nie in dieser Familie an und träumt sich einen Ausweg. Die Sehnsucht, meine Mutter zu finden, die war immer da. Ich habe sie mir so ein bisschen als Königin immer vorgestellt. Ich habe mich auch immer ein bisschen damit getröstet, dass meine Mutter mit Sicherheit ganz lieb zu mir ist. Und nur darum ist es auch zu ertragen, diese Gewalterfahrung zu ertragen. Ich habe ja jemanden, der ist wirklich meine Mutter und den muss ich nur finden. Sie hat ihn gefunden. Kaum 24 Stunden später sind Ingrid Zacher und Sohn Randall unterwegs. In verblüffender Eintracht nach 56 Jahren.
Randall und seine Frau Lisa zeigen Ingrid die Umgebung von Toronto. Für die Frau aus Deutschland Wiederbegegnung mit dem aufregenden Kanada ihrer Jugendzeit. Und dann diese Nähe zum gefundenen Sohn. Was für ein Tag. Ein schöner Start. In unser zweites Leben. Ja, das ist gut ausgedrückt. Ein schöner Start in unser zweites Leben. Etwas nicht völlig Unerwartetes, aber für das meiste doch. Wir haben uns immer gefragt, was würde sein, wenn? Aber vielleicht haben wir uns doch immer gesucht und nun haben wir uns gefunden. Gute Dinge brauchen Zeit. Du sagst es. Der Ort ihrer Trennung in Toronto. Für die alte Dame ein schwerer Gang. Am 29. Februar 1956 brachte Ingrid Zacher, die damals Schmidt hieß, den kleinen Randall in diesem Krankenhaus zur Welt. Das ist das Datum deiner Geburt. Der Name, den ich dir gegeben habe. Jacques Schmidt. Hast du den Namen jemals vorher gehört? Nein. Das ist das Schlimmste, dass ich mich wirklich nicht mehr richtig erinnern kann. Zwei oder dreimal habe ich, glaube ich, sehen dürfen. Und da kam eine Schwester rein und mit Jack auf dem Arm. Und dann verschwand sie mit dem Kind und ich ging nach draußen, ja. Das war der Weg, den ich genommen habe. Hier bin ich mit dir hereingegangen und ohne dich herausgekommen. Ein harter Tag. Aber ich habe dich gefunden und ich werde nicht wieder ohne dich sein. Gut für dich. Randall McFadden ist der Ruhepol in seiner großen Familie. Er hatte liebevolle Adoptiveltern, eine behütete Kindheit. Und trotzdem blieben bohrende Fragen nach dem Wieso und Warum. Nach Jahrzehnten bekommt der Junge von damals endlich Antworten. Ich bin glücklich aufgewachsen und ich danke ihr dafür. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt und die Art, wie sie erzählt, hat mir gezeigt, ihr Herz ist so zerrissen. Und sie ist gleichzeitig so glücklich, dass alles jetzt gut ausgeht. Gibt es auch sowas wie ein Schuldgefühl, was man erstmal hat? Schuldgefühl. Wenn ich ein Schuldgefühl gehabt hätte, dann hätte ich es ja schon von Anfang an haben müssen. Dann hätte ich ja im Zweifel sein müssen, behalte ich es oder gebe ich es weg. Aber da ich mich entschlossen hatte, ihn in ein richtiges Familienleben zu geben, ihm Vater und Mutter zu geben, war es für mich wichtig. Denken Sie, Ihnen ist auch was entgangen? Natürlich. Wenn ich seine Kinderbilder sehe und sehe, was das für ein kleiner, süßer Kerl gewesen ist. Und wenn man dann keine eigenen Kinder hinterher gehabt hat, dann ist es natürlich wirklich sicher. Denkt man drüber nach. Hättest du ja doch gerne gehabt. Vor allen Dingen, wenn man Kinder gerne hat, dann hat man ja doch irgendwas verpasst. Sich verpassen in dem entscheidenden Augenblick. An Helene Brune klebt dieses Gefühl. Als sie das Kinderheim mit 8 Jahren verlassen musste, begann ihre Suche. Sie war 20, als sie ihre leibliche Mutter fand. Eine katholische Nonne aus dem Theresienheim half Helene, sie zu treffen. Es war eine ganz große Distanz. Ich hatte mir sowas zusammenfantasiert und den Menschen habe ich ja gar nicht vor mir gesehen. Sie war wie versteinert, saß sie mir gegenüber. Und ich hatte das Gefühl, zwischen uns ist eine ganz große Mauer, die wir irgendwie beide eigentlich versuchen müssen zu durchbrechen. Es war nicht möglich, ihr zum Beispiel in die Arme zu fallen, was man sich vielleicht ein bisschen innerlich gewünscht hatte. Und hat sie es nicht gereizt, trotz alledem diese Frage nach dem Warum? Warum hast du das getan? Ja, das habe ich leider versäumt, weil ich irgendwo das Gefühl hatte,
wenn ich sie das frage, dann verletze ich sie. Und da sie so einen ganz traurigen Eindruck gemacht hat, wollte ich sie nicht verletzen. Ich habe gedacht, ihr Leben ist irgendwie nicht so ganz glatt gelaufen und jetzt kommt jemand auf sie zu, der sie eben so nehmen will, wie sie ist und der sie nicht verletzen möchte. Ich wollte auf keinen Fall meine Mutter verletzen. Und ihre eigene Verletztheit? Seelenarbeit bis heute, sagt Helene Brune. Dass sie eine eigene Familie gründen konnte, hat ihr sehr geholfen. Wo gehöre ich hin? Die Antwort war, hier anzukommen. Natürlich habe ich mir in meinem Leben immer eine herzliche Umarmung gewünscht. Ja, ich habe das erst viel, viel später halt kennengelernt, dass man sich wirklich in einen Arm fallen lassen kann und geliebt werden kann bei meinem Mann. Und mit ihren Töchtern. Und meinen Töchtern, ja. Lisa, 16, und Jasmin, 19, sind ihr großer Stolz. Sie wird Erzieherin, heiratet mit 22 Jahren. Ganz allmählich wächst ihr Zutrauen zu sich, zum eigenen Leben. Doch trotzdem schlummert diese Unsicherheit in ihr. Also ich finde schon, dass man das auf jeden Fall merkt. Einfach, ich finde, sie ist eine sehr liebe Mutter zu uns immer. Und das merkt man auch ein bisschen, wenn man jetzt so die Mütter, also andere Mütter vergleicht von Freunden und so. Die gehen irgendwie ein bisschen anders mit ihren Kindern um noch. Das ist vielleicht ein bisschen distanzierter, weil einfach die Kinder schon älter sind. Und bei uns ist das noch sehr zusammenhaltend, so sehr gebunden. Wenn ich ein bisschen schroff gewesen bin, dann trägt mir meine Mutter das nie nach. Sie sagt mir nie, du hast da jetzt irgendwie was falsch gemacht. Was sie aber auch ruhig machen könnte, dann höre ich mir das an und denke darüber nach und komme dann vielleicht auch zu einer Einsicht. Aber das macht sie nie. Sie kommt dann immer wieder auf mich zu, fragt mich, ja, hast du mich noch lieb? Ich habe durch meine Kinder sehr viel gelernt, was dieses Urvertrauen eigentlich angeht. Und ich habe einfach gelernt, was es heißt, einen Menschen wirklich wertzuschätzen bzw. zu lieben. Ruby! Am dritten Tag in Kanada. Jean McFadden, 82, ist Randalls Adoptivmutter und seit Wochen nervös. Zu Thanksgiving trifft jedes Jahr die ganze Familie zusammen. Doch diesmal ist alles anders. Nach all den Jahrzehnten begegnen sich hier zwei Mütter, die ein Sohn verbindet. Jean. Oh, I know Denkst du, es war richtig, dass ich gekommen bin? Ob es richtig ist? Ich finde es wundervoll. Danke. Danke für meinen Sohn. Du bist derjenige, der uns zusammengebracht hat. Ich brachte dich zur Welt für diese Mutter. Randall zwischen beiden Müttern, selbst ein stilles Gemüt stößt da an Grenzen. Alles in Ordnung. Du wirst bei ihm bleiben, ich muss ja wieder fahren. Ich weiß. Was ist das für ein Gefühl? Ich gucke von irgendwo darum, wer das hier ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Die ganze Reise ist irgendwie ja, nicht von dieser Welt. Diese ganze Ungewissheit hat ein Ende. Das hat sich zum Guten gewendet. Ich wusste nicht, wie es werden wird. Es ist gut. Ja. It's good. Es wird ein ganz besonderes Thanksgiving-Fest bei Familie McFadden. Ingrid Zacher fädelt sich ein zwischen Randall und Jean, den Enkeln, Nichten und Neffen. Die Stimmung ist herzlich, aber da sind auch Ängste und alte Zweifel bei Randalls Adoptivmutter Jean.
Er war nicht ganz gesund, als ich ihn bekam. Er hatte Ohrprobleme und hörte einfach nicht auf zu weinen. Ich konnte nicht so gut damit umgehen. Ich habe mein Bestes getan, aber Gott sei Dank hatte ich Mom und Dad. Ich habe mich immer gefragt, fehlt diese Harmonie, die ich gern hätte, weil Randy adoptiert ist? Randall war knapp 2, als Jean noch ein eigenes Kind, seinen Bruder Joel, auf die Welt brachte. Die Brüder verstanden sich gut, Randall blieb der Stillere. Heute ist Joel gekommen, auch um die leibliche Mutter seines Bruders zu begrüßen. Für diese Feier rücken alle zusammen. Doch aus dem altvertrauten Familienleben blitzen auf einmal verstörende Erkenntnisse. Adoptivmutter Jean, aufgewühlt, kann es gar nicht glauben. Ich habe heute erst herausgefunden, dass Randall auch versucht hat, seine Mutter zu finden, als sein Sohn Sean geboren wurde. Und er hat mir das nie erzählt. Seine Frau Lisa hat ihm immer gesagt, sag es ihr nicht, es wird deine Mutter umbringen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er ein bisschen nervös war vor unserem Treffen. Ich bin sehr emotional heute, weil er manchmal so kurz angebunden ist mit mir. Ich bin seine Mutter, das ist normal. Aber er ist so fürsorglich mit ihr. Es ist ja okay. Es ist wunderbar. Ja, ich bin ihr dankbar. Ein bisschen Eifersucht ist natürlich auch dabei. Sicherlich, wenn ich das so sehe, wenn die beiden zusammen sind und es ist ja nun mal seine Mutter gewesen. Er hat es ja nicht anders gewusst. Ne? Er war immer mein Randy, mein Sohn. Er ist mein Sohn. Es gibt Wahrheiten, die sind stärker als man selbst. Helene Brune sucht immer noch. Sie kann nicht anders. Die leibliche Mutter ist lange tot, die Adoptiveltern sind gestorben. Wahrscheinlich lebt auch ihr leiblicher Vater nicht mehr. Um das herauszufinden, begleitet Tochter Jasmin die Mutter. Immerhin gibt es ein paar Anhaltspunkte. Also tauchen die beiden ab in die Zeitungsarchive, suchen nach Namen, Daten, Todesanzeigen. Ach so, ja, du bist gut, ja. Ich möchte gerne wissen, was er für ein Mann war, was er für Interessen hatte, wie er gelebt hat und ob er überhaupt davon weiß, dass er noch eine Tochter hat. Und wenn er das weiß, wie konnte er so lange damit leben, ohne von sich aus mal nachzufragen, was ist aus der Tochter geworden? Mein Anreiz, da meine Mutter zu unterstützen, ist eigentlich, ja, dass mich das auch schon ein bisschen trifft, wenn ich so höre, wie sie davon erzählt und auch merke, wie wichtig ihr das ist, da irgendwie eines Tages da vielleicht noch Verwandtschaft zu finden. Man muss lernen, damit zu leben, sagt Helene. Dieses dunkle Gefühl darf nicht die Überhand gewinnen. Beim Treffen mit ihrer leiblichen Mutter erfuhr Helene, dass diese sich gekümmert hatte. Sie glaubte, ihr Kind behütet in der Obhut der Adoptivfamilie. Dass Helene dort misshandelt worden war, schreckte ihre Mutter auf. Sie verabschiedete sich eilig. Ihre Begegnung endete mit einem flüchtigen Händedruck. Ich fühlte mich dann doch wieder von ihr allein gelassen. Es war kein Moment da in der Begegnung, wo ich gemerkt habe, sie ist eine liebevolle Mutter. Es kam nichts von ihr rüber, sowas, wo ich dachte, das kommt jetzt vom Herzen. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, wenn sie gesagt hätte, weißt du, Lenchen, ich habe dich immer lieb gehabt. Zur Geburt von Helenes erster Tochter Jasmin kommt die leibliche Mutter sogar ins Krankenhaus. Dann wird sie krank und stirbt bald darauf. Helene baut auf die eigene Familie. Doch es bleibt dieses Gefühl, das sie schwer mitteilen kann. Selbst ihren Töchtern ist es immer gegenwärtig. Die Eltern sind ja irgendwie immer noch, die sind immer wieder ein Anhaltspunkt, wo man immer wieder hin zurückkehren kann. Und es ist schon eine bedrohliche Vorstellung für mich, dass man dann da vielleicht niemanden hat, der einfach immer da ist. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen,
habe ich schon gemerkt, dass es ganz schön schwer für sie ist. So. Ja, also tut sie mir schon irgendwie leid. So. Manchmal erleichtert es sie, mit anderen Adoptierten wie Christa Meier zu sein. Viele versuchen, mit ihrem Schicksal irgendwann abzuschließen. Helene möchte das auch, obwohl die Begegnung mit ihrer Mutter ein unvollendetes Kapitel bleibt. Im Nachhinein tut sie mir auch leid, dass das nicht geklappt hat. Wir hatten zu wenig Zeit. Sie lebt jetzt nicht mehr. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie verantwortungsvoll gehandelt hat. Sie hat ja nicht ich sage jetzt mal so, das Kind auf die Straße gelegt, ausgesetzt, sondern sie hat sich Gedanken gemacht, wo kann ich das Kind hinbringen, wo kann es gut aufwachsen. Und so vernarben die Wunden mit der Zeit. In Kanada ist Ingrid Zacher für ein paar Tage eingetaucht in Randalls Zuhause. Sie hat die turbulenten Familienfeiern mit manchem Zwiespalt durchlebt und stundenlange Gespräche mit einem Sohn geführt, den sie 56 Jahre lang nicht kannte und der ihr doch so nahe ist. Wenn wir uns angucken und berühren, dann wissen wir, sind alle Fragen geklärt. Das merkt man so innen drin irgendwie. Wir brauchen nicht viele Worte. Ist das für Sie was Faszinierendes? Natürlich. Das ist es. Zu wissen, dass, dass wir eben doch irgendwie zusammengehören. Und das, glaube ich, brauchte er auch. Es ist eine weitergehende Geschichte. Ich nehme da kein Ende vorweg oder möchte etwas stoppen. Mein Leben ist dadurch komplizierter geworden, aber auch schöner. Wenn Sie so Randall erleben und mit ihm hier durch Kanada laufen, wie wird das für Sie, wenn Sie zurückfahren? Schlimm. Ganz schlimm. Ingrid Zacher wird zurückkehren in ihr altes Leben. Ein zweites hat sie nicht. Randall wird bald nach Deutschland reisen. Sicher ist nichts. Vielleicht haben Mutter und Sohn nur diese Zeit zusammen. Aber sie haben eine. It's just how it goes. The stories have all been told before.